dass Baupläne von Investoren nicht Begeisterung hervorrufen, ist an vielen Stellen in Deutschland gerade ganz deutlich zu vernehmen. Und auch die Region um Nauen muss jetzt dazu gezählt werden. Denn in Wustermark soll eines der größten Gaskraftwerke Europas gebaut werden. Doch der heutige Tag macht nun deutlich, wie die Bürger darauf reagieren. Heute hat die Bürgerinitiative in Brieselang demonstriert. Vor zwei Wochen schon sind sie durch Elstal gezogen. Es ist vor allem die Angst vor dem Lärm, die sie umtreibt. Davor, dass im nahen Güterverkehrszentrum eines der größten Gaskraftwerke Europas gebaut wird. Wir haben alle Eigentum geschaffen hier in der Region unter anderen Voraussetzungen. Und unser Eigentum ist am Ende nichts mehr wert. Und unsere Kinder werden davon dann nichts mehr haben. Es ist auch enorme Lärmbelästigung, eben 450 Meter in der Nähe eines Wohngebietes. Auf dieser Wiese soll das Kraftwerk entstehen. Gerade mal 450 Meter entfernt, jenseits des Havelkanals, stehen Einfamilienhäuser. In einem davon wohnt Nicole Arras. Heute guckt sie ins Grüne. 2015 könnten direkt nebenan zwei Gasturbinen gewaltigen Lärm machen. Dass der hier kaum zu hören sein soll, mag sie so recht nicht glauben. In der Aula wurde uns das erklärt, dass diese beiden Türme 107 oder 113 Dezibel zusammen abgeben. Und in 450 Metern Entfernung soll das runtergedrückt werden auf 40. Und das kann ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wie soll das gehen in der Entfernung? Ihr Blick in die Ferne könnte in 5 Jahren so aussehen. Ein Kraftwerk mit 2 65 Meter hohen Türmen. Eine Investition, über die der Kämmerer von Wustermark sicherlich jubeln würde. 640 Millionen Euro sollen hier verbaut werden. Der Investor hat 3,7 Millionen Euro an Gewerbesteuern in Aussicht gestellt, pro Jahr wohlgemerkt. Er verweist auf ein Gutachten, nachdem die Grenzwerte für Lärm eingehalten werden und die Schadstoffemissionen irrelevant seien. Wir haben die effizienteste Technologie, die man sich vorstellen kann. Die Umweltwirkungen, die negativen Wirkungen sind sehr, sehr gering, sind minimal. Die Abstände zur Wohnbebauung, die oft kritisiert werden, sind nicht geringer als an anderen Erdgaskraftwerkstandorten. Die Bürgerinitiative will das Gutachten des Investors jetzt prüfen lassen. Und auch die Kommunalpolitiker haben noch nicht entschieden. Aus der Gemeindeversammlung in Wustermark heißt es, die Chancen, dass das Kraftwerk kommt, stehen 50 zu 50. Also halten wir fest, Bürger reagieren auf das, was vor ihrer Haustür passieren soll. Das ist auch so in dem Fall, über den Sie jetzt Christina Dellin informieren wird.